Der Paderborner Traum geht weiter. Auch gegen Hertha BSC hat sich die Mannschaft am Sonntagabend einen Heimsieg gesichert. Das Spiel war absolute Spitzenklasse. Wir sind aus Hamburg extra hier gekommen. Ich bin gebürtige Paderbornerin und dass wir das miterleben durften, das war einfach die totale Spitzenklasse. Es hat so einen Spaß gemacht und dieses 3:1. Glückwunsch Paderborn, wir freuen uns auf mehr. Ist klar, also erste starke Hälfte und danach ein bisschen nachgelassen, aber dann ordentlich Druck gemacht und verdient 3:1 heute geworden. Muss man sagen, super Spiel. Für den Aufsteiger, top. Ja, das Spiel war richtig geil wieder, ne? Kennen wir von Paderborn, die haben richtig geil wieder gespielt und 3:1 gewonnen. Er hat eigentlich keine Chance gehabt von der ersten Sekunde an. Paderborn überlegen gespielt, Bereitschaft, einer sich für den anderen Arsch offen gerissen. Ergebnis haben wir heute Abend gesehen, ne? 3:1. Ja, ein Top-Spiel, 1:0 Führung gegangen. War natürlich auch zu erwarten nach diesen vielen Möglichkeiten, die sie hatten. Aber trotz alledem, nachdem Paderborn dann ein bisschen zurückgeschaltet hat, musste man dann das 1:1 kassieren. Aber wie es in allen Spielen ist, lassen sie sich dadurch absolut nicht aus der Ruhe bringen und schaffen auch nach dem Ausgleich dann ohne weiteres auch noch 2 weitere Siege zu machen. Ja, war richtig super das Spiel heute wieder. Paderborn ist doch erste Bundesliga reif. War super. Verdienter Sieg für Paderborn und erste Halbzeit ausgeglichen, zweite Halbzeit war Paderborn die 2 Tore besser. Also der Sieg ist auf jeden Fall verdient.